Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seht gerade nur schwarz, weil ich etwas am Vorbereiten war. Heute ist mal wieder Let's Play Metrollers Light dran, aber mit einer Neuerung. Voll daneben geklickt. Hey, mein Gesicht! Wuhu. Ab heute habe ich nämlich eine wunderschöne Webcam mit dabei. Ich weiß aber nicht, ob mein Gesicht groß genug ist oder nicht. Was verratet ihr mir hinterher in den Kommentaren? Aber, ja. Besser als die alte Kamera letztes Mal. Ich habe nämlich jetzt eine wunderschöne neue Kamera. Und damit gehe ich jetzt erstmal rein. I was able to send the report back to the order via my old acquaintance, Andrew the blacksmith. At least Miller will know that I am alive, that I haven't completed the mission, but haven't resigned from it either. Ooh, Artyom. That's one serious pickle you're in. But I can help. I have friends, and they have friends who can relay everything you tell me to your guys from the Order. So, now you must return home to Polis? Well, there's no direct route. Everything's cordoned off here. But I believe the Order has an outpost nearby. On the surface. The church in the marshes. Try that place. If we can get word to your people, they might meet you there. As for me, I started life anew. Left Kuznetsky Most. The Reds completely subverted the place. Looking for traitors and spies. Sending people to camps, or just shooting them. All because of the coming war. People are fleeing from Kuznetsky Most and their whole Red Line. Did you see the armored train the Reds are building? Well, we built something too. With the stuff the refugees are bringing. Here, take a look. At this baby. The boys even gave her a name. You can't help but fall in love with her. She did a swell job running refugees. But hell, you can't save everyone. So, take it. We have people in Venice, too. When you get there, find Woodpecker and tell him where you left our baby. Climb aboard. Das ist mal wirklich ein geiles Teil. Alright, start the engine. We're still tinkering with her, so the controls aren't perfect. But the lights are first class. No need to fear the spider bugs around her. And there's a lot of those in the far tunnels. You should go. It's a long way. So you shouldn't waste any time. Direkt aussteigen, keine 5 Meter. Von den Arten, die ich schon genug habe. So. Katharina, du wirst mir wahrscheinlich einen guten Dienst erweisen. Habe ich irgendein Viech gehört? Oh Gott. Sniper-Munition. Ja.
Ja, komm. Mach den Belly Flop. Ach du Schande. Komm du auch, du auch, du auch, du auch. Das war jetzt nicht so geplant, aber immerhin ist er tot. Schreck mich doch nicht so, du Kackvieh. Da kommt auch wieder ein großer raus. Ich habe das Achievement Pyromane erhalten. Das ist mal einfach. Ja, komm. Das hat mir mal wieder eine gute Aktion eingebracht. Ach, wenn die so rum... Backen kann ich bei denen also auch mit V angreifen. Heißt einmal kurz Nahkampfangriff und es reicht. Das war mir neu. Voll gut gemacht, der Effekt und so. Egal, ich glaube, jetzt kann ich erstmal durchfahren. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Und ich wundere, bei mir im Hintergrund hängt noch ein altes DMC-Poster, beziehungsweise Devil May Cry. War doch so klar. Mein etwas Licht. Schon ist es aus. Ich hätte nichts sagen dürfen, oder? Hier brennt noch eine einzelne.
Das sah mir extrem nach einer geskripteten... einem geskripteten Teil aus. Wenn der Schalter hier ist, erstmal nicht funktionsfähig. Nee, das hört sich nicht gut an. Ich habe nichts gegen Spinnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nur dieses Spiel hat mir ein paar zu viele Spinnen. Es ist gerade so eine Geh-nicht-ins-Licht-Situation. Und ich mach's trotzdem. War mal wieder klar. Natürlich geht diese Tür nicht auf. Mistviecher. Holy! Holy! Mother of... Von dem Viech habe ich mich jetzt wirklich erschrocken. Aber vielleicht auch in meiner Gesichtsreaktion gemerkt, aber der kam sehr unerwartet. Dafür gibt es sogar einen Sonderkill? Das war mir auch neu. Dafür gibt es eiskalt einen Sonderkill. Guck mal, da hätte ich mir sogar eine Sicherheit schaffen können. Warum steige ich schon ein, wenn ich erst... ein paar Leichen. Eventuell irgendetwas. Warum sollte ich da rechts durch?
schnell durch, schnell durch, schnell durch. Deswegen. Das lasse ich dann mal. Weil für die Viecher habe ich gerade nicht die Munition. Jetzt kann ich auch normal wieder laufen. Batterie ist fast leer. Also doch nicht normal atmen. Ach du Schande, wie viel Munition hat der denn? Nur nichts, was ich gebrauchen könnte. Ach so. Das ist eigentlich gar meine Aufgabe. Nutze den Schienenwagen, um den Zug aus dem Weg zu schieben. Ich war doch richtig? Die Munition ist voll. Das hier war nur ein Zusatzteil. Echt jetzt? Also noch mal weiter. Die Uhr sagt gerade auch noch, dass alles in Ordnung ist. Das kann ich mir jetzt doch nicht nehmen lassen. Das ist eine Brandbombe. So. Hier habe ich nichts mehr. Und weiter geht's. Ist aber auch kein Wunder, dass ich hier eine Gasmaske brauche, wenn da oben alles offen ist. Hier sind zwei tote Bestien und ein toter Mensch. Er macht hier erstmal seine Dance Moves. Alle bereit?
Sind wir sie alle tot? Das sieht hier sehr. Interessant aus. Headset. Der ist vor kurzem erst gestorben. Irgendwas anderes noch? Ach ja, nach Büchern muss ich auch noch Ausschau halten. Das war ein Schlüssel. Ja, wofür ist der Schlüssel? Schnell hier rein. Ich hab schon genug mit den Gonzales gespielt. Ich sagte es gerade, ich habe genug mit den Nosales gespielt. Da konnte ich anscheinend nicht mehr raus. Doch, ich kann wieder raus. Oh Gott, da hat sich jemand erhangen. Das hier sind nämlich die Geister der Vergangenheit. Man sieht sie nur aus den Augen. Man sieht sie nur aus den Augenwinkeln oder wenn sie sich manifestieren, wie jetzt gerade. Alter Verwalter. Thank you.
Kann ich jetzt? Ja, ja, fliegen, das ist jetzt euer Reich, ich weiß. Ah, das Tagebuch. Da sind wir gerade. Heiße Jagd. Ich konnte über meinen alten Bekannten André Waffen mit. Ja, das hatten wir ja. Wieder einmal hatte André mir geholfen. Wieder einmal fahre ich mit einem Schienenwagen zu meinem Ziel. Diesmal reise ich jedoch bequem, anstatt mich in einer Gepäckkiste zu verstecken und zu riskieren, auf der Stelle getötet zu werden, wenn man mich findet. Diese Tunnels, durch die ich fahre, scheinen jedoch Dinge zu beherbergen, die gefährlicher sind als die Exekutionstrupps der Roten. Das stimmt. Das stimmt, Artyom. Das stimmt. Weiter geht's mit der lustigen Fahrt. Auch schön. Eigentlich heißt dieses Teil Regina. Wie man wahrscheinlich an der am Aufgabennamen erkennen konnte. Aber im Deutschen haben sie es Katharina genannt. Alter, das ist minder störend, dass du da liegst. Noch mal durch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Group is advancing towards Tretikovskaya, also known as Venice. They have a few hours lead on me and are moving via frequently used tunnels, but I will catch up. I can't afford not to. Okay, damit haben wir für heute auch schon wieder die Folge beendet. Aua, Artyom hat ja aber mal mega die Arschkarte immer wieder. Nun ja, wir sind jetzt in der Nähe von Venedig, also Venice. Tretjakovskaja heißt sie auf Russisch. Aber gut. Wie immer, das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich gucke sogar mal in die Kamera, das ist merkwürdig. Wenn es euch gefallen oder nicht, ihr kennt das ganze Gedönse. Hier was eine Bewertung da lassen. Ansonsten schaut doch in meine anderen Videos rein. Ihr werdet ja eh wieder auf dem Bildschirm drei verschiedene Buttons sehen. Einmal oben der Kreisrunde zum Abonnieren. Links mein zuletzt hochgeladenes. Und rechts. Oh, passt. Ich war jetzt gerade nochmal verwirrt. Und rechts ein Video, was eurem View-Verhalten angepasst ist und euch gefallen könnte. Sonst teilt es auch mit Freunden, Familie, Hund, Katze, Maus, wem auch immer es gefallen könnte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit eurem Kersat. Bye!